Ja, der aktuelle Stand ist so, dass schon fast wieder alles drin liegt mit dem Fuß. Das Einzige, was noch nicht so funktioniert, sind jetzt die Sprünge. Aber mit dem Joggen hat sich auch alles wieder gelegt. Sprich, ich kann jetzt langsam anfangen joggen, beziehungsweise schon wieder ganz joggen fast. Sonst eigentlich keine Einschränkungen mehr. Wir trainieren wieder, einmal in der Woche, auch mit dem Team. Und dort machen wir so ein bisschen Laufübungen, Koordinationssachen. Das funktioniert auch schon wieder gut mit dem Fuß. Das Einzige, was ich wirklich noch nicht mache, sind irgendwelche Sprünge über die Hürden. Aber alles Jogging-Sachen, sogar Sprint-Sachen teilweise funktionieren auch schon wieder. Ja, der Oberkörper trainieren ist kein Problem. Das war seit am Anfang kein Problem. Da konnte ich sogar schon mit den Krücken wieder ein bisschen etwas machen. Jetzt natürlich bin ich auch, wie die anderen auch, dran, den Oberkörper wieder ein zu trainieren, ein bisschen stärker zu trainieren. Die Beine habe ich jetzt natürlich auch wieder angefangen beim Physio. Und jetzt müssen wir das wieder ein bisschen ausgleichen, dass man ein bisschen 50-50 macht. Am Anfang habe ich jetzt natürlich mehr Oberkörperlastung trainiert, wo ich mit dem Fuß noch nicht können. Aber jetzt bin ich wieder etwa bei 50-50 und mache Hälfte Oberkörper und Hälfte Beintraining.